Hallihallo und herzlich willkommen zu Lolli Talk, dem Podcast aus dem Planet Lollipop. Heute geht es ums Thema YouTube und natürlich alles, was dazugehört, das sogenannte Social Media. Und ich habe zwei ganz besondere Experten dafür, und zwar Ilja aus Ilias Welt, einen der bekanntesten YouTube-Kanäle überhaupt, und ihren großen Bruder. Warum das so ist, das verraten wir euch gleich, aber bitte stellt euch mal vor. Hi, also ich bin die Ilja, ich bin 15 Jahre alt, komme aus Wien. Und ich habe einen YouTube-Kanal zusammen mit meiner ganzen Family, und das machen wir alle total gern und lassen da unsere Kreativität raus. Mhm. Genau, ich bin der Aeneas, ich bin 20 Jahre alt, ich bin der große Bruder von der Ilja und unterstütze sie da sehr gerne bei ihren ganzen Sachen. Ja, meine Hobbys sind eigentlich Singen. Ich studiere Musical an der MUG. Und das, da geht irgendwie auch meine ganze Zeit drauf. Ja. Deine Hobbys, unbedingt noch bitte. Genau, meine Hobbys, ja. Also ich singe sehr gerne, ich tue sehr gerne tanzen, Schauspielen. Ich bin auch sehr sportlich, ich gehe ins Fitnessstudio. Wir haben auch unseren eigenen Fußballverein gegründet vor kurzem, mein Bruder und ich. Und ja, sind so unsere Sachen. Ich finde das großartig. Ich kenne eure Familie zum Glück schon sehr lange. Wir kennen uns überhaupt schon sehr lange. Deswegen wird das ein sehr angenehmer Podcast heute. Wir werden noch vieles über euch erfahren und gleich erzählen. Aber wir haben noch weitere Gäste. Grüß euch. Stellt ihr euch bitte auch vor. Hallo, ich bin die Laura. Ich bin 11 Jahre alt, komme aus Wien und meine Hobbys sind Skateboard fahren und Mangas lesen. Mhm, sehr lässig. Hallo, ich bin die Lana. Bin 9 Jahre alt, komme aus Grafensulz. Und meine Hobbys sind sich mit Freunden treffen und schminken. Oh, nicht schlecht. Gleich geht's los. Bevor wir starten, habe ich noch eine riesengroße Bitte an euch. Wenn euch Lolli Talk, unser Kanal, gut gefällt, dann vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Dann werdet ihr immer automatisch informiert, wenn eine neue Folge am Start ist. Alles klar? Viel Spaß. So, ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt gleich drauf losplaudern, starten wir mit einem Spiel. Was haltet ihr davon? Ja. Das ist lustig, super, oder? Auf jeden Fall. Und zwar, ich nenne das so immer ein bisschen unsere Aufwärmrunde, damit wir locker werden und sozusagen uns allen was einfällt. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich sage ein Wort und jeder von euch darf sofort was drauf sagen, also was einem dazu spontan einfällt. Und wir starten, würde ich sagen, mit den Profis. Wir starten mit Aeneas. Okay. Was fällt dir ein zum Wort Kamera? ORF. Stimmt. Lachen, präsent sein. Mhm. Filmen. Mhm. Videos drehen. Ja, sehr gut. Nächste Frage. Da fangen wir jetzt auf der Seite an, würde ich vorschlagen. Und zwar YouTube oder TikTok? Ich mag eigentlich beides. Mhm. TikTok. YouTube. Sehr schwierig, aber auch YouTube. Interessant. Okay, nächste Runde. Da fangen wir wieder bei Aeneas an. Videos oder Fotos? Fotos. Definitiv Videos. Ihr seid euch nicht einig? Nein. Okay, das sieht man schon. Das ist auch schon ein Generationenunterschied, glaube ich. Video. Videos. Echt? Oje, oh, ich bin auch eher der Fototyp. Ich merke schon, das ist ein Unterschied. Okay. Und eine schnelle Frage machen wir noch, und zwar euer Lieblingshobby. Ich habe eigentlich gar kein Lieblingshobby. Okay. Schminken. Cool. Singen und YouTube sind sehr, sehr konkurrierend, gerade sehr stark. Okay. Tanzen. Ja, super. jetzt habe ich eine Frage, und zwar an euch zwei. Wisst ihr, was ein Influencer ist? Ein Influencer ist ein Mensch, der sehr gern Videos für seine Zuschauer filmt. Das ist super erklärt. Wunderbar. Also ich glaube, sie hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, genau, oder? Du bist ja sowas wie ein Influencer. Erklär mal, was ist denn wirklich ein Influencer? Muss man da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Influencer ist immer ein sehr starkes Wort. Ich stelle mich eher immer als Person des öffentlichen Lebens eher vor. Also zu einer Person des öffentlichen Lebens. Man präsentiert halt Sachen aus seinem Alltag, in seinem Leben, was man so macht. Man macht Videos für seine Zuschauer, hast du schon sehr, sehr gut dazu gesagt. Man macht auch gerne Fotos. Also ich bin ja eher der Videotyp, aber Fotos können auch auf jeden Fall, finde ich, dazu. Das finde ich auch ganz angenehm im Feed, auf Instagram oder wo auch immer, so Fotos einfach zu sehen, auch aus dem Leben der Person. Und ich finde aber auch, dass das Kommunizieren mit den Fans und mit der Community ist auch total wichtig als eine Person des öffentlichen Lebens, weil die können ja wirklich quasi dazu zu dem, was du machst. Und das darf man auf keinen Fall vergessen, dazu zu erwähnen. Finde ich extrem spannend, was da heute schon für Begriffe gefallen sind. Also Kanal, Fans,
Feed. Da werden wir alles heute noch drüber reden, weil das sind alles Begriffe aus einer sehr speziellen Welt, finde ich, oder? Total. Jetzt erklär mal, du hast Ilias Welt ja gegründet, oder? Ja, genau. Also ich habe angefangen damals alleine als Ilias Welt und irgendwann habe ich dann meine Schwester dazu geholt, weil ich mir dachte, allein ist zwar cool, aber zu zweit noch besser. Da müssen wir die Arwen jetzt lieb grüßen lassen. Hallo Arwen. Das stimmt. Die ist fleißig arbeiten, genau. Macht ja manchmal Filme und andere Dinge. Voll. Und deswegen heute nicht mit dabei. Ja, aber der Neas ist heute mit dabei. Stimmt. Und wie ging es dann weiter? Dann ging es weiter. Wir haben ja angefangen zusammen. Im ORF. Stimmt. Im Fernsehen. Und dann irgendwann haben wir auch YouTube für uns entdeckt und waren so, okay, da laden wir jetzt auch einfach mal Videos hoch und den Leuten hat es anscheinend gefallen, wie man sieht. Und das ist dann irgendwie ganz bombardiert irgendwie. Ich habe das damals gar nicht so mitbekommen. Ich habe dann nur die Zahlen gesehen und ich war so, wow, okay. Und da, das ist irgendwie voll in unseren Alltag reingekommen. Und ja, jetzt ist das ein Hobby für uns. Genau, es hat dich natürlich auch sehr motiviert wahrscheinlich. Voll. Und das Lustige ist, dein Bruder war ja sozusagen fast dein Vorgänger, oder? Weil ja, das stimmt. Timmy, dein großer Bruder und Eneas, ihr wart ja die Eyebrows. Genau. Und habt ja was Ähnliches gemacht. Ihr seid ja auch durch Wien gedüst und habt Challenges gemacht. Genau, wir haben ganz viele Sachen gemacht. Eher auch ein bisschen sowas Ähnliches wie die Ilia. Sachen auch so in unserem Alltag, aber vor allem viele Challenges. So Jungs-Sachen halt, so, die Challenges. Genau, so Street-Challenges oder sowas, wo wir auch mit den Leuten auf der Straße irgendwie interagieren und so. Und genau, aber wir haben auch irgendwie so denselben Weg gehabt. Am Anfang haben wir auch beim ORF gestartet und dann haben wir YouTube entdeckt. Oder eigentlich hat es mit YouTube begonnen, aber mit YouTube wirklich gestartet haben wir dann ein bisschen später erst. Jetzt seid ihr beide schon so groß und geht aufs Konservatorium und werdet diesen Beruf sozusagen auch noch erlernen, was natürlich sehr löblich ist. Ja, das heißt, super. Wir sehen euch wahrscheinlich bald auf der Showbühne, so Musical oder so vielleicht. Hoffentlich, hoffentlich. Also das ist unser Traum. Das ist das Coole an unserem Studium. Das ist so, also man lernt so viele Sachen dort, dass man irgendwie in jede Richtung gehen kann danach. Und das finden wir natürlich super cool. Und das bereitet uns natürlich auch auf unserem Weg perfekt vor. Ja. Und wenn du dir was wünschen könntest, Musical, Schauspiel, Fernsehen, Film? Eins darfst du wünschen. Eins. Eins. Fernsehen und Film ist eins, dann nehme ich Fernsehen und Film. Ja, nein, also auf jeden Fall auf der Bühne oder vor der Kamera. Das ist, glaube ich, so das, was mich eher interessiert. Ihr beide habt ja Geschwister. Erzählt mal, wie die heißen und wie viele ihr habt. Also, ich habe ein Geschwisterkind, das ist meine kleine Schwester, sie heißt Lisa. Mhm. Ist wie alt? Ist 7. Mhm. Und du? Ich habe auch eine kleine Schwester, sie heißt Leona und sie wird dieses Jahr 7, aber dabei ist sie noch 6. Ja, schau. Und jetzt bist du dran. Erklärt mal eure Riesenfamilie. Das ist ja so ein bisschen komplizierter. Na passt. Willst du es von klein auf groß oder von groß auf klein? Wie du möchtest. Aber Okay. Sag alle Namen. Okay, alle ganzen Namen. Okay, also dann beginnen wir von oben. Da haben wir den Timmy, das ist unser ältester Bruder, der ist 21. Genau, ja. Dann kommt schon der Eneas. Genau, 20. Dann komme ich mit meinen 15 Jahren, dann die Arwen mit 11, der Atreu mit 8. 9, okay, da bin ich mir nie sicher. Beim Tamos mit 6. Fünf? Ja. Echt? Okay. Und die Aria mit 3. Das heißt, ihr seid 7 Geschwister. Yes. Sind 7 Kinder. Unter einem Dach. Es ist wirklich unglaublich. Und ja. Dann noch die Eltern dazu, macht 9. Genau, ja. Ihr seid eine Riesenfamilie. Ja, voll. Also wir sind jetzt auch mittlerweile so, wir haben Gott sei Dank einen Bus, da passen alle rein, aber sonst würde das nicht funktionieren. Aber das hat natürlich auch den Vorteil, dass es bei uns immer zu Hause sehr, sehr, sehr belebt ist. Und das ist laut, es gibt immer was zu tun. Genau, immer was zu tun. Man kann mit jedem reden die ganze Zeit und es wird einem nie fad. Unglaublich tolle Familie. Habt ihr Fragen an die Ilia zum Beispiel? Ihr habt mir nämlich auch gesagt, ihr habt euch Folgen von der Ilia angeschaut auf YouTube, oder? Wollt ihr dazu was wissen? Du hast ja mal 24 Stunden im Trampolin verbracht, stimmt's? Ja. Hättest du noch andere Ideen, wo man 24 Stunden verbringen könnte? Gute Idee. Also, ich möchte gerne noch ausprobieren, 24 Stunden im Garten, 24 Stunden vielleicht eventuell im Pool. Das stelle ich mir auch lustig vor im Sommer. Nur auf einer Luftmatratze leben oder so. Ja, aber Moment. Jetzt muss ich mal nachfragen, weil ich kenne das nicht. Du hast 24 Stunden in einem Trampolin verbracht. Ja. Wir haben lustigerweise, da waren wir noch ein bisschen unerfahren in diesen 24-Stunden-Challenges und haben die Hälfte davon im Haus gelassen. Das heißt, wir mussten durch den Garten brüllen und irgendwen fragen, ob er uns irgendwas bringen kann. Weil wir durften natürlich nicht raus für die Challenge, was wirklich sehr lustig war. Und Klogin war auch ein bisschen kritisch.
Da gehen wir jetzt nicht ins Detail ein. Aber da musst du dir halt, wenn du was vergessen hast, musst du es dir irgendwie bringen lassen. Da haben wir zum Glück genug Kinder, die das machen. Einfach schreien. Aber ja, das ist eben die Challenge. Und die hat funktioniert. Ja, hat funktioniert. Es war wie gesagt eine Challenge, aber es war sehr, sehr lustig. Und im Trampolin übernachten war auch cool. Sehr lässig. Lana, was würdest du dir denn wünschen? Was sollten die Ilja 24 Stunden lang machen? Hast du eine Idee? Im Pool. Im Pool? Ja, im Pool. Ich glaube, das ist eine super Sommer-Challenge. Ja, das würde ich echt gerne mal ausprobieren, mit euch dazu. Dann machst du Pool und ich mache 24 Stunden in meinem Bett. Ja, 24 Stunden im Bett wollte ich auch ausprobieren, aber ich glaube dann... Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gemacht, aber es hat keiner zugeschaut zum Glück. Live-Kamera aufstellen. Es ist so unterhaltend. Jetzt müssen wir über ein ernstes Thema reden. Ich habe mich schlau gemacht, obwohl es so unterhaltend ist, ist das meiste ja verboten. Habt ihr das gewusst? Weil YouTube oder Instagram, Snapchat, TikTok, alle diese Kanäle, Facebook, sind ja alle erst ab 13. Wusstet ihr das? Also ja. von den Eigentümern ab 13. Genau, ja. Manche Gesetzgeber, manche Länder schreiben ja ganz andere Altersvorgaben vor, also ab 16 oder noch älter. Wie geht ihr damit um? Schaut ihr dann trotzdem, weil du hast gesagt, TikTok gefällt dir gut, schaust du trotzdem, obwohl du eigentlich noch nicht dürftest, trotzdem ab und zu mal TikTok oder wie machst du das? Ich schaue nicht direkt TikTok, sondern halt auf YouTube, die Shorts. Das fühlt sich ein bisschen an wie TikTok. Okay. Und man muss auch sagen, YouTube hat ja eine Ausnahme, nämlich YouTube Kids. Das dürfen ja Kinder ab jedem Alter schon schauen. Wie machst du das? Also ich darf es halt schon machen, weil meine Mutter hat halt gesagt, ich darf das machen. Und dann schaust du mit der Mama gemeinsam? Nein. Okay. Ich darf es halt auch alleine machen, aber ich darf halt keine Videos drehen oder so. Ja, ist klar. Aber halt schauen. Verstehst du das, dass du keine Videos drehen sollst oder ja. so? Ja. Da gibt es ja auch schon große Kinofilme zu dem Thema, dass man da ein bisschen aufpassen sollte. Mhm. Wie siehst du das mit dem Alter? Mhm. Also ich glaube, es ist in der heutigen Zeit auch durch diese ganze Homeschool-Sache und so halt sehr, dass man halt viel zu Hause macht. Und deswegen finde ich, es gibt genug Leute, die noch nicht alt genug sind für die Social-Media-Apps oder was trotzdem verwenden. Und das kann halt ja auch keiner kontrollieren irgendwie. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob du es halt eben nur anschaust oder auch selber was postest. Ja? Ja. Und bei uns ist es so, unsere Eltern sind die Leiter von allen unseren Kanälen, TikTok, Instagram und YouTube. Das heißt, wann immer wir was posten, machen wir das immer mit Absprache mit unseren Eltern. Weil wir, also ich darf es schon verwenden, aber die Armen zum Beispiel noch nicht. Ja. Was? Genau, ja. und deswegen sprechen wir das auch ab und so und auch was wieder posten. Und da sind wir ja auch immer sehr vorsichtig, wegen auch den Richtlinien und so. Also da schauen wir schon drauf. Was haltet ihr von folgenden Kanälen? Facebook. Wer mag Facebook, wer mag es eher nicht? Ich sage, Facebook ist so mehr meine Generation, das ist schon viel mehr für die Erwachsenen, oder? Ja, ich glaube, Facebook ist ein bisschen so die Mami- und Papi-App. Ja. Und so ein bisschen so, das ist die Folge von Instagram für Erwachsene. Aber ist es nicht entzückend, dass sich auch die Erwachsenen gefunden haben auf so einer App? Ja, es ist eh süß, dass sie da auch immer ihre Sachen posten, wo sie so Kaffee trinken sind oder so, ja, oder so Blumensträuße bekommen von Sophie, danke dir, Bussi. Finde ich eh total süß, aber ich finde, Jugendliche sind eher mehr auf den Instagram- und TikTok-Seiten. Mhm. Also ich muss sagen, ich war damals mega stolz, wie ich einen Facebook-Account hatte, weil das war so meine erste Plattform, damit habe ich auch irgendwie begonnen. Und jetzt mehr Instagram? Jetzt mehr ist es hauptsächlich Instagram, ja. Okay. Und TikTok haben wir schon besprochen. Mhm. Das macht halt Spaß, weil sehr viel Musik drauf ist und Tanz und genau. Bewegung und auch Videos. Wie schaut es mit Snapchat aus? Also ich verwende Snapchat jetzt nicht direkt für Social Media, sondern eher für meine Freunde privat. Mhm. Stimmst du mir dazu? Ja, ich eigentlich hauptsächlich Ich finde, Snapchat ist gar nicht so die Social Media App. Ich finde auch relativ wenige Influencer auf Snapchat, also eher mehr, das ist, glaube ich, voll die privat. Das ist sowas wie eine Steigerung von WhatsApp, sage ich immer. Ich bin auf Snapchat viel mehr und viel erreichbarer als auf WhatsApp, weil das irgendwie viel direkter ist und viel angenehmer mit dem Schreiben, Videos machen, so hey, yo, das. Und dann schickst du es ab, die Person sieht es und snappt dir zurück. Ich finde, das geht auch so ganz schnell und dann kannst du auch Sachen zeigen und so Mini-YouTube-Vlogs. Ja, das stimmt. Und weil du es jetzt gerade gesagt hast oder erwähnt hast, das habe ich fast vergessen, WhatsApp ist ja auch noch ein Kanal im weitesten Sinne, oder? Gibt es auch manche, die Fotos drauf posten? Genau. Achso, du meinst die Stories ja. auf Ding? Ja, aber das finde ich ist auch wieder so eine Elternsache. Das machen auch immer so die Eltern ja. so. Familienessen. Das habe ich früher gemacht, wie ich so war. So, schick mir den und den Emoji, wenn du mich magst oder so. Ja. Weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich glaube, das ist so WhatsApp-Status. Das okay. Ja. Ihr habt bestimmt noch Fragen. Wir machen auch gleich weiter. In Kürze startet nämlich unser Lolli Talk Schätzspiel. Bleibt dran.
Lolli Talk wird präsentiert von Planet Lollipop. Schau doch auch mal vorbei, ob im Atrio Villach, Fischerpark Wiener Neustadt, Murpark Graz, Weberzeile Ried, Varena Vöcklerbruck, Q19 Wien oder Huma 11 Wien. Alle Infos zu der Kindererlebniswelt voller Action, Kreativität und den besten Geburtstagspartys gibt's auch im Internet. www.planet-lollipop.at. So, zurück beim Lolli Talk. Heute geht es um YouTube und Social Media. Und ich habe ja versprochen, es gibt ein Schätzspiel. Ihr dürft jetzt alle mitmachen. Okay. Ich habe mir was sehr, sehr Kniffliges rausgesucht. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wisst ihr ungefähr, wie viele Österreicher es bei uns gibt im Land? Wie viele Millionen Menschen sind wir? Soll ich sagen? Ja. Also wir sind jetzt, glaube ich, haben jetzt die 9 Millionen geknackt. Ganz genau. Also. 9 Millionen Österreicher gibt es. Mhm. Wie viele gibt es auf der Welt Menschen? Wisst ihr das? Über die 10 Millionen? Weit mehr. Ja. Ich glaube, es sind, was schätzt ihr? Ich weiß nicht, so zwischen entweder 7, 8 oder 9 Milliarden. Ja, irgendwie sowas. Das stimmt. Mhm. Das stimmt auch. Und jetzt meine Frage, die ich eigentlich wissen will. Und jetzt darf jeder eine Antwort geben. Und zwar machen wir das so. Warte mal, ich habe hier Kreidetafeln. Darf ich euch bitten? Wir nehmen eine zusammen. Genau, nehmt ihr euch eine und jeweils eine Kreide und gebt die anderen Kreiden hier weiter. Ihr dürft es auch aufschreiben. Bitte schön. Ihr braucht jetzt nur eine Zahl aufschreiben und ich verrate euch schon, es sind Milliarden. Was glaubt ihr, wie viele YouTube-Videos gibt es insgesamt? In Milliarden. Ihr braucht es also nur schreiben, 1 Milliarde oder 2 Milliarden oder 3 Milliarden oder 7 Milliarden oder 8 Milliarden oder 15 Milliarden. Wie viele YouTube-Videos gibt es insgesamt? Schätzt mal. Und wer eine Zahl hat... Sollen wir einfach nur die Zahl fragen? Einfach nur eine Zahl, okay. Genau. Ich spreche euch an. Ich würde sagen, wir beginnen wieder bei der Laura. Die zeigt das erste. Ich hab's noch nicht. Du hast es noch nicht? Gut, dann beginnen wir mit der Lana. Zeig mal her. 90 Millionen. Dreh's mal um. 90 Milliarden! Das ist wirklich viel. Schauen wir mal. Bleiben wir dabei? Jetzt kommen Ilja und Eneas. 10 Milliarden, mhm. Okay. Was sagt die Laura? 12 Milliarden. Mhm. Dann seid ihr die Gewinner in dem Spiel. Es sind nämlich 7 Milliarden Videos. Wahnsinn. Krass. Boah. Genau, circa. Das Ganze erklärt sich so, viele werden ja wieder gelöscht. Mhm. Ich weiß nicht, macht ihr das eigentlich auch? Löscht ihr auch wieder? Nein. Das ist, glaube ich, generell so ein Ding. Ich glaube, dass auch auf Instagram und so, man löscht die Sachen nicht mehr, sondern man archiviert ja, sie. Ja. Dass einfach die Leute sie nicht mehr sehen können. Oder privat stellen. Und ganz arg ist, würden wir uns diese Videos alle anschauen, würden wir 58.000 Jahre sitzen und schauen. Oh mein Gott, okay. Also echt neue eine Challenge. Ich sammle mal die Kärtchen wieder ein. Dankeschön. Die Tafel, die Schiefertafeln. Danke, danke, danke. Danke Ups. Dir. Geht's? Großartig. Danke. Dankeschön. Das war lustig. Brav zurück. Also ihr habt höher geschätzt, als es eigentlich ist. Nicht schlecht. So, jetzt kommt was Spannendes. Habt ihr noch eine Frage? Welche Challenges könnte man noch machen, außer die 24 Stunden? Also ich hätte mal Urlust im Sommer wieder auf Street-Challenges. Also Straßen-Challenges, dass du so zu Leuten irgendwie hingehst und irgendwas sagst oder so. Oder, keine Ahnung, sie erschreckst oder so. Früher wäre ich wahrscheinlich viel zu shy gewesen. Schüchtern gewesen für sowas. Aber mittlerweile würde ich sowas so lustig finden. Also es ist ein bisschen gemein, wenn ich sage, so, hey, erschrecken wir wen. Aber ich würde so urgern mal wieder eine Street-Challenge machen. Aber hättest du nicht mittlerweile das Problem, dass du schon ein bisschen zu bekannt bist? Also bei manchen wahrscheinlich schon, oder? Ja, das kann schon gut möglich sein. Wir haben damals in Deutschland, als wir die Deutschland-Tour hatten, eine Challenge gemacht. Und da sind einfach auch Fans hergekommen und dann die haben sie die Challenge mit uns mitgemacht. Das war die Hide-and-Seek-Challenge. Ja. Das war echt lustig. Aber das ist mir wurscht. Ich mache trotzdem eine Street-Challenge. Das Coole ist, man kann ja nehmen, was man braucht und das andere schneidet man wieder weg, oder? Das stimmt, aber... Schneidest du eigentlich auch selber? Ich würde es gerne mal jetzt mich dann irgendwann mal hinsetzen und mich damit beschäftigen, aber derzeit habe ich noch zu wenig Zeit. Und gibst es an einen Ninias? aber es ist so ähnlich praktisch, also da hilft es... helfen irgendwie wir alle zusammen. Voll. Der Timmy kann sehr gut Videos schneiden. Der Papa ist auch ganz gut darin. Das stimmt. Also der Papa ist, glaube ich, unser Meister, dann der Timmy und dann Eneas. Und ich bin noch Lehrling. Okay. Jetzt habe ich eine nette Sache. Und zwar, wir haben hier eine Glaskugel. Und in der Glaskugel sind lauter Fragen von Kindern, die heute nicht mit dabei sein können. Ich würde jetzt euch beide bitten, Laura und Lana, von den vielen Fragen zieht jede
2 und die lesen wir einfach vor. Okay? Seid so lieb, bitteschön. Das war sogar eine Frage, die ich vielleicht auch stellen würde. Na super, das finde ich ja toll. Verdient ihr Geld mit euren Videos? Gute Frage. Ja, tun wir. Aber das machen halt alles meine Eltern. Mhm. Und die schauen das irgendwie, dass das auch passt. Und alles, was wir verdienen, wie soll ich das jetzt? Investieren wir wieder weiter in Ausbildung, neue Videos, Material für Videos. Equipment, so, Dankeschön. Genau. Das sollten wir vielleicht auch kurz erklären. Man braucht ja ein großes Equipment. Man braucht ja nicht nur Kamera, sondern Licht, Stative und oder nicht so? Darüber kann man diskutieren, okay. Weil wir haben sehr, sehr lange einfach nur mit unseren Handys gefilmt. Okay. Wir haben uns immer, alle sagen immer so, ihr braucht die Kamera und die Kamera und die Kamera. Und wir waren immer, nein, wir machen das mit dem Handy. Und jetzt haben wir uns vor einem Jahr oder so, glaube ich, mal eine Kamera zugelegt, einfach auch wegen der Quality. Und das war echt, echt cool. Aber jetzt sind wir dann doch wieder umgeswitcht, ein bisschen aufs Handy, weil es wirklich einfach am einfachsten geht. Ja. Und die Kameras sind teilweise schon so weit entwickelt. Das muss man dazu sagen. Dass es schon wirklich teilweise besser als gewisse Kameras sind. Und das ist irgendwie auch einfach. Einfach Klick, Airdrop und du hast es am Laptop und kannst gleich schneiden. Aber filmt ihr aus der Hand? Ja. Wirklich? Also wir hatten noch lange einen Selfie-Stick und so einen... So eine Gimbal. Gimbal, danke. Gimbal hatten wir auch, aber damit struggelt sich der Papi manchmal und wir selber auch und wieder, dann dreht sich wieder so oder so. Aber Scheinwerfer würde ich jedem empfehlen, okay. Weil du kannst dann auch wirklich bei egal welchem Licht wirklich filmen. Zum Beispiel, wir haben ja auch hier Scheinwerfer. Ja. Die machen auch, du kannst das Licht ja auch einstellen, natürlich, kälter, wärmer und das ist auch wirklich gut. Da kannst du immer vor jedem Hintergrund dann auch filmen. Ja, stimmt. Laura, du hast auch eine Frage zum Vorlesen, bitte. Ist es manchmal stressig, so viele Videos zu machen? Stressig. Gute Frage. Alles ist stressig. Schule ist stressig, Lernen ist stressig, Tanzen ist stressig. Aber es ist immer ein bisschen eine Organisationssache, wie man mit dem Stress sich das organisiert und so. Aber ich muss sagen, wirklich mittlerweile ist YouTube so eine Routine geworden, dass man das nicht mehr wirklich als Stress empfinden kann, sondern einfach eher mehr so nachdenken, was macht man für ein Video, es durchplanen. Also durchplanen ist komisch gesagt, aber so sagen, was man dafür braucht und so. Dann einfach machen und man hat's. Also ich habe ein bisschen auch das Gefühl, bei dir ist es ein Hobby. Ja, voll. Also viele fragen mich so, ist YouTube eigentlich dein Beruf? Also ich bin ja noch ein bisschen zu jung zum Arbeiten. Aber Hobby ist YouTube auf jeden Fall, weil ich könnte das auch irgendwie nie als wirkliche Arbeit ansehen, weil es ist, Arbeit verbinde ich irgendwie in meinem Kopf immer so ein bisschen mit mehr Arbeit als YouTube dann noch Stress wirklich. Und allem. Ja, genau. Und das ist halt ein bisschen entspannter für dich, weil du das halt gerne machst. Voll. Ja. Oder etwas, wozu man sich zwingen müsste, was ja bei euch nicht der Fall ist. Nein, überhaupt nicht. Also wir sehen eh auch, wenn es mal zu stressig wird, dann springt die Arwen für mich ein oder meine Brüder machen ein Video oder man lässt es einfach ausfallen. Das ist ja auch total okay. Ja, stimmt. Lana, du hast auch noch eine Frage, gell? Woher nehmt ihr die ganzen Ideen für eure Videos? Ja, und vor allem für neue Ideen. Okay, das ist eine gute Frage. Also wir natürlich als Person des öffentlichen Lebens, sind halt viel auf Social Media, auf TikTok und so. Und da schauen wir uns einfach immer die Trends an. Und da gibt es ja auch wirklich ständig neue, sei es DIYs, Musik, Tanzen, whatever. Die schauen wir uns an und versuchen es ein bisschen auf unsere eigene Art umzuformen, dass es halt immer noch irgendwie so wie wir rüberkommt. Und dann, was aber auch für uns ganz, ganz wichtig immer ist, ist Musik, weil wir musizieren alle als Familie super, super gerne. Und da produzieren wir gerne mal Covers oder sogar unsere eigenen Songs. Und da schauen wir auch, dass auf unserem Kanal auch immer genug Musik ist, weil das ja wirklich auch ein Teil unseres Lebens ist. Und es ist auch eigentlich das, womit wir auch gestartet haben ursprünglich. Also mein erstes YouTube-Video, wenn man ganz runter scrollt, ist gleich, wo ich was singe. Also das ist wirklich... Aber kann ich mich richtig erinnern, spielst du nicht auch Harfe oder so? Ich habe Harfe gespielt, die Arwen spielt jetzt Harfe. Ah, okay. Und weil du das gerade gesagt hast, DIY, müssen wir kurz erklären, do it yourself. Genau, das sind diese... Mach selber. Genau, mach selber, mach ein bisschen selber. Böse, aber so probier es selber, mach selber, bastle was. Ich verbinde DIYs immer mit Basteln. Ja, was ja großartig ist. Ich liebe das. Also alles, was man selber machen kann, muss man nicht einkaufen. Und ja, ist eine super Geschichte, oder? Ja, backen ist auch DIY. Ich habe auch noch eine wichtige Frage, weil es mich betrifft. Ihr wisst, ich komme ja aus dem Fernsehen, sozusagen bin ich ja schon lange, lange Fernsehmoderator. Glaubt ihr eigentlich, ist YouTube das neue Fernsehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass man das Fernsehen so ersetzen kann mit YouTube. Voll. Aber mittlerweile hat YouTube einfach einen anderen Stellenwert als damals. Und es ist auch mittlerweile eine Plattform, wo man einfach auch mehr erfahren kann, als dann
wirklich im Fernsehen gezeigt wird, ja. Voll, also ich habe da auch immer wieder meine Phasen, wo ich dann so voll so YouTube bin, aber ich bin dann auch wieder voll eigentlich auf der Fernsehseite, schaue mir da auch Sachen an, weil es da bestimmte Serien halt eben auch nur im Fernsehen gibt und nicht auf irgendeiner anderen Plattform. Und das, finde ich, zieht dich auch dorthin. Und ich selber, wir alle produzieren ja auch für den Fernsehen immer wieder Filme oder Serien oder so. Ich habe so Godono jetzt letztens erst gemacht. Oh. Und das kann man ja nicht ersetzen einfach mit YouTube. Mhm. Und wir beide kennen uns ja auch aus der Fernsehecke. Ja, stimmt. Also glaube ich nicht, dass das wirklich ersetzt werden kann. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart beim Lolli Talk. Euch auch danke, dass ihr uns so fleißig unterstützt habt. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg. Und wir sehen uns schon bald wieder oder hören uns bald wieder beim Lolli Talk. Zum Beispiel hier auch auf YouTube. Und jetzt habe ich noch eine große Bitte. Wenn ihr mal dabei sein wollt beim Lolli Talk, dann könnt ihr euch gerne bewerben. Und zwar unter folgender E-Mail-Adresse: info@planet-lollipop.at. Schickt uns ein nettes Video und vielleicht seid auch beim nächsten Mal dann ihr schon hier mit dabei. Ich würde mich freuen.